Liebe Studierende, in diesem Beispiel möchte ich ein spezielles Dreikörperproblem diskutieren, nämlich jenes von der Bewegung von Sonne, Erde und Mond. Und ich möchte nun zeigen, dass unter gewissen Annahmen und Vereinfachungen kann ich auch dieses Dreikörperproblem in ein Zweikörperproblem vereinfachen, nämlich die Relativbewegung von Erde und Mond und die Bewegung von Erde und Mond als System um die Sonne. Wie schauen nun die Vereinfachungen hier aus? Ich habe ein Koordinatensystem gewählt, das ist ein Inertialsystem x, y, z, und ich setze die Sonne in den Ursprung dieses Koordinatensystems. Und eine gute erste Annahme ist, dass die Masse der Sonne viel, viel größer ist als die Masse der Erde, welche größer ist als die Masse des Mondes. Aufgrund der großen Masse der Sonne vernachlässige ich jetzt den Einfluss von Erde und Mond auf die Sonne und nehme einfach an, die Sonne ist in Ruhe im Ursprung dieses Koordinatensystems. Tatsächlich wird auch die Sonne kleine Bewegungen ausführen um den gemeinsamen Schwerpunkt, aber das vernachlässigen wir jetzt. Also die Sonne ist einfach in Ruhe hier. Dann habe ich eingezeichnet den Ortsvektor der Erde relativ zu diesem Ursprung, also zum Zentrum der Sonne, RE, den Ortsvektor des Mondes. Dann gibt es einen Ortsvektor des Schwerpunktes des Systems Erde-Mond. Ich habe hier angedeutet, tatsächlich sitzt der eigentlich innerhalb der Erde im realen Fall. Dann habe ich eingezeichnet die Einheitsvektoren, der Einheitsvektor in die Richtung der Verbindungslinie Sonne-Erde, ESE, und den Einheitsvektor in Richtung der Verbindungslinie Sonne-Mond, E Sonne-Mond. Der Relativabstand ist durch diesen Vektor gegeben, das ist der Relativabstand von Erde und Mond, also der Ortsvektor der Erde minus der Ortsvektor des Mondes, und den bezeichne ich ab jetzt R-relativ. Und nun eine wichtige Annahme ist folgende, nämlich, dass der Betrag dieses Abstandes, der Betrag von RE, das ist der Abstand der Erde zur Sonne, ist ungefähr gleich groß wie der Betrag des Abstandes des Mondes zur Sonne. Und diese Abstände sind viel größer als der Relativabstand Erde-Mond. Nun, diese Näherung ist recht gut, weil der Abstand der Erde zur Sonne ist ungefähr 150 Millionen Kilometer, während der Abstand Erde-Mond ungefähr 400.000 Kilometer ist, also deutlich kleiner. Das heißt, das ist eigentlich hier nicht richtig skalengerecht hingezeichnet, aber diese Näherung können wir verwenden. Das heißt, in guter Näherung befinden sich die Erde und der Mond im selben Abstand zur Sonne. Und das bedeutet eigentlich, dass dieser Winkel eigentlich in Realität beliebig klein ist, sehr klein ist. Und deswegen kann ich auch die Näherung machen, dass der Einheitsvektor in die Richtung Sonne-Erde praktisch gleich ist dem Einheitsvektor Sonne-Mond. Nun, verwenden wir diese Beziehungen und schauen uns die Bewegungsgleichung für Erde und Mond an. Was ich auch noch verwende, ist die Bezeichnung V relativ. Das ist die Relativgeschwindigkeit von Erde und Mond. Das ist einfach die Zeitableitung dieses Relativabstandes von Erde und Mond. Und nun schauen wir uns die zwei Bewegungsgleichungen an für Erde und Mond. Zuerst der Mond. Es gilt einfach Masse des Mondes mal die Zeitableitung seiner Geschwindigkeit, also Masse Mond mal Beschleunigung Mond, ist gleich die Summe aller Kräfte, die auf den Mond wirken. Das ist einerseits die Gravitationskraft der Erde auf dem Mond und es wirkt auch die Gravitationskraft der Sonne auf dem Mond. Das bezeichne ich als Gleichung 1. Genauso kann ich eine Bewegungsgleichung für die Erde hinschreiben. Gilt auch Masse Erde mal Beschleunigung der Erde, ist also Masse Erde mal Beschleunigung der Erde ist Summe aller Kräfte, die auf die Erde wirken. Nun, auf die Erde wirkt die Gravitationskraft des Mondes plus die Gravitationskraft der Sonne. Und das bezeichne ich als Gleichung 2. Jetzt können wir auch noch verwenden das dritte Newtonsche Axiom, nämlich dass die Kraft,
die der Mond auf der Erde ausübt, gleich groß ist wie die Kraft, die die Erde auf dem Mond ausübt. Das heißt, F Erde Mond ist gleich minus F Mond Erde. So, und jetzt gilt es, dieses Bewegungsproblem zu lösen. Und zuerst schon mal ein Hinweis, wir können nicht einfach so die beiden Gleichungen voneinander subtrahieren, um zum Beispiel die äußere Kraft hier, die Kraft der Sonne auf Mond und Erde, zu eliminieren, weil, Achtung, die Kraft der Sonne auf dem Mond ist nicht gleich groß wie die Kraft der Sonne auf der Erde, weil die Masse vom Mond und die Masse der Erde verschieden sind und damit sind die Gravitationskräfte verschieden. Das heißt, ich muss etwas vorsichtiger sein. Zuerst schauen wir uns die Schwerpunktbewegung an. Dazu machen wir Folgendes. Wir addieren diese beiden Gleichungen und verwenden dann diese Beziehung. Also Gleichung 1 plus Gleichung 2. Wenn wir diese beiden Gleichungen addieren, kriegen wir folgende Gleichung. Masse Mond, dann schreibe ich das jetzt V Mond Punkt plus Masse Erde V Erde Punkt ist gleich. Diese beiden Ausdrücke fallen weg aufgrund dieser Beziehung und hier steht ist gleich Gravitationskraft der Sonne auf dem Mond plus der Gravitationskraft der Sonne auf die Erde. Jetzt kann man das vereinfachen. Zuerst bezeichne ich MEM ist einfach die Summe der Masse des Mondes plus der Masse der Erde. Einfach die totale Masse des Systems Erde-Mond. Und unter dieser Vereinfachung kann ich, oder unter dieser Bezeichnung kann ich diesen Ausdruck vereinfachen. Hier steht nämlich Masse Erde-Mond mal Zeitableitung des Schwerpunktes ist gleich die Summe der äußeren Kräfte. Sie können nämlich hier mit dieser totalen Masse multiplizieren und dividieren, indem Sie hier einfach die 1 einfügen. Und dann steht hier einfach die Zeitableitung des Schwerpunktes des Systems Mond und Erde. Das haben wir auch in der Vorlesung ausführlich diskutiert. Was hier eigentlich steht, ist nichts anderes als der Schwerpunktsatz, der ausführlich diskutiert wurde. Schauen wir uns das nochmal an. Der Ort des Schwerpunktes ist ja gegeben als Masse Mond, Ortsvektor vom Mond, plus Masse Erde, Ortsvektor der Erde durch die Summe der beiden Massen. Und wenn Sie jetzt die Zeitableitung davon machen, kriegen Sie die Geschwindigkeit des Mondes, die Geschwindigkeit der Erde, beziehungsweise hier muss ich die zweite Ableitung hinmachen. Wenn nochmal ableiten, kriegen Sie die Geschwindigkeiten abgeleitet nach der Zeit von Mond und von Erde. Und deswegen dieser Ausdruck. Jetzt schauen wir uns noch die Kräfte an. Was hier eigentlich steht, wie bereits gesagt, ist eigentlich der Schwerpunktsatz. Das heißt, es ergibt sich eine Bewegungsgleichung für den Schwerpunkt des Systems Mond-Erde, der sich so verhält, als ob die gesamte Masse von Mond und Erde in einem Punkt sitzt. Und die Bewegung dieses Schwerpunktes ist nur beeinflusst durch die äußeren Kräfte. Das sind diese Kräfte. Schauen wir uns sie aber genauer an. Die Gravitationskraft der Sonne auf dem Mond ist minus, wie ist immer anziehend, die Newtonsche Gravitationskonstante, Masse Mond mal Masse Sonne durch Abstand Sonne-Mond zum Quadrat mal Einheitsvektor in Richtung Sonne-Mond. Und genauso gilt die Gravitationskraft der Sonne auf die Erde ist minus Gn Masse Erde mal Masse Sonne durch Abstand Sonne-Erde zum Quadrat mal Einheitsvektor in Richtung Sonne-Erde. Aber jetzt verwenden wir die Näherungen von vorhin. Wir haben gesehen, der Ortsvektor, also die Abstände Sonne-Mond und Sonne-Erde sind ungefähr gleich. Die Einheitsvektoren sind auch ungefähr gleich. Also, da das gilt, und
weil das gilt, sehen wir, ich kann diese beiden Terme addieren. Dann diese, die Gravitationskonstante ist dieselbe, die Einheitsvektoren sind dieselbe, 1 durch Abstand zum Quadrat ist dasselbe, Masse Sonne ist dasselbe. Das Einzige, was nicht dasselbe ist, sind die beiden Massen, aber wenn ich das addiere, summiert sich das auf, also es ergibt sich minus Gn, Masse Mond plus Masse Erde mal Masse Sonne durch Abstand, jetzt schreibe ich einfach Sonne Erde zum Quadrat, E Sonne Erde. Das ist aber wiederum genau die totale Masse des Systems Erde-Mond. Das heißt, die Summe der beiden Kräfte bezeichne ich als F-Gesamt. Und das ist, schaut aus wie eine Kraft. Schauen wir uns das nochmal an. F-Gesamt ist minus Gravitationskonstante m Erde Mond, m Sonne durch Abstand Sonne zum System Erde Mond zum Quadrat mal Einheitsvektor in die Richtung. Das ist wie eine Kraft, die wirkt auf einen Massenpunkt, in dem die gesamte Masse von Erde und Mond sitzt. Und damit kriegen wir eine Bewegungsgleichung, die von der Form ist, Bewegung eines Massenpunktes, nämlich, es gibt sich eine Bewegungsgleichung, totale Masse des Systems Erde-Mond mal zweite Ableitung nach der Zeit des Schwerpunktes von Erde-Mond ist gegeben aus dieser Gesamtkraft, das ist die gesamte gravitationelle Kraft der Sonne auf das System von Erde und Mond zusammen. Und das ist die Bewegungsgleichung eines einzigen Massenpunktes, die kann man lösen, man findet, dass dieses System Erde-Mond im allgemeinsten Fall Ellipsenbahnen um die Sonne ausführt, wobei der Abstand eben durch diesen Schwerpunktvektor gegeben ist. Und damit haben wir die Bewegung des Schwerpunktes von Erde und Mond bereits gelöst und können dies abseparieren. In der Vorlesung habe ich dann gezeigt, wie man ein solches konkretes Problem, wie man die Ellipsenbahnen tatsächlich findet für irgendein Zweikörperproblem mit einer Masse hier und einer Masse hier. So. Jetzt haben wir also die Schwerpunktbewegung gelöst und wir gehen zurück zu unserem ursprünglichen Problem. Was also bleibt, ist noch zu lösen, die Relativbewegung von Erde und Mond relativ zueinander. Wir erinnern uns zurück an die beiden Ausgangsgleichungen, nämlich wir hatten Gleichung 1, Masse des Mondes mal Beschleunigung des Mondes ist gleich Gravitationskraft der Erde auf dem Mond plus Gravitationskraft der Sonne auf dem Mond. Das war unsere Gleichung 1. Und genauso gibt es eine Gleichung für die Bewegung der Erde. Das ist die Gleichung 2. Vorhin hatten wir Gleichungen 1 und 2 addiert. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt subtrahieren wir Gleichung 2 und Gleichung 1. Das heißt, jetzt machen wir Gleichung 2 minus Gleichung 1. Und das ergibt Folgendes. Zuerst dividiere ich aber auch noch die Masse von dieser Seite auf diese Seite. Dann habe ich hier die Differenzen der Ableitungen der Geschwindigkeiten und hier habe ich im Endeffekt Differenzen von Beschleunigungstermen, weil eine Kraft dividiert durch eine Masse ist eine Beschleunigung. Das heißt, es ergibt sich d nach dt. Kann ich, in der Differenz kann ich die Ableitung herausheben. Das heißt, die Differenz von Geschwindigkeit der Erde minus Geschwindigkeit des Mondes ist gleich. Nun, wenn ich die Gleichung von hier mit von denen hier abziehe, dann kann ich wiederum berücksichtigen, dass fme gleich minus fem ist. Und dann ergibt sich eine Summe tatsächlich. 1 durch Masse Erde plus 1 durch Masse Mond mal f Erde Mond. Eben. Das negative Vorzeichen, das relativ negative Vorzeichen, wandelt sich zu einem positiven Vorzeichen um in eine Differenz. Und diese
inversen Massen ergeben sich, weil ich die Masse hier rüber dividiert habe. Nun, das hier ist ja gerade 1 durch μ, wobei μ die reduzierte Masse des Systems Erde-Mond ist. Und das hier ist ja einfach die Relativgeschwindigkeit der Bewegung von Erde und Mond. Das ist ja gleichzeitig die Zeitableitung des Relativabstandes, Relativvektors Erde-Mond. Aber es gibt ja noch die Differenzen dieser Ausdrücke hier. Plus, und dann steht hier 1 durch Masse Erde mal Gravitationskraft Sonne auf die Erde, minus, hier bleibt das Minus erhalten in der Differenz, minus 1 durch Masse Mond mal Gravitationskraft der Sonne auf dem Mond. Und jetzt schauen wir uns diese Terme an. Und hier kommt uns eine spezielle Eigenschaft der Gravitationskraft zu Hilfe, nämlich die Gravitationskraft selber ist proportional zur Masse des Objektes, auf das die Gravitationskraft wirkt. Das ist ja auch der Grund, warum alle Körper in einem Gravitationskraftfeld gleich schnell fallen. Es gilt, schreiben wir das hin, 1 durch Masse Erde F Sonne Erde ist minus Gravitationskonstante. Dann in der Gravitationskraft steht ja Masse Erde mal Masse Sonne. Die dividiert sich aber raus, die Masse Erde. Es bleibt also nur Masse der Sonne mal Abstand Erde-Sonne zum Quadrat mal Einheitsvektor in Richtung Erde-Sonne. Das hier ist ja aber genau, was wir mal bezeichnen als die Gravitationsbeschleunigung, und zwar die, die sich ergibt für den Abstand Sonne-Erde. Und für den Mond ergibt sich 1 durch Masse Mond, F Sonne Mond, ergibt sich derselbe Ausdruck, weil der Mondmasse kürzt sich raus. Hier steht zwar der Abstand Sonne-Mond zum Quadrat mal Einheitsvektor Sonne-Mond, aber aufgrund der Näherung, die wir vorhin gemacht haben, aufgrund der Tatsache, dass der Abstand Sonne-Erde und Abstand Sonne-Mond ungefähr gleich groß sind, jeweils 150 Millionen Kilometer, viel größer als der Relativabstand der beiden Objekte, gelten auch die Einheitsvektoren, zeigen in dieselbe Richtung. Das heißt, es gilt, das ist ungefähr gleich 1 durch m e f s e. Das heißt, die Beschleunigung, die die Sonne auf die Erde ausübt, oder die Beschleunigung entsteht aufgrund der Kraft, die die Sonne auf der Erde ausübt, ist ungefähr gleich groß in guter Näherung wie die Beschleunigung, die sich ergibt auf dem, des Mondes aufgrund der Kraft der Sonne auf dem Mond. Das heißt, hier haben wir stehen eigentlich die Differenz von zwei Gravitationsbeschleunigungen und aufgrund der speziellen Bedingungen in unserem Problem heben die sich weg. Das heißt, es gilt, das ist ungefähr Null. Und damit haben wir die äußeren Kräfte in diesem Fall eliminiert. Für irgendeinen anderen Typ von Kraft muss das nicht unbedingt funktionieren und damit wird das Dreikörperproblem im allgemeinen Fall schwieriger. Für irgendeine andere Kraft, wo die Kraft selber nicht von der Masse des Objektes abhängt, kürzt sich das nicht so schön raus. Das heißt, man muss dann diesen Ausdruck genau untersuchen und es ergeben sich im Endeffekt eventuell schwierige Gleichungen. Dadurch aber, dass sich dieser Term weghebt, kann man sich das anschauen. Es ergibt sich jetzt eine einfache Gleichung, nämlich dass die reduzierte Masse kann ich wieder raufheben. Es entsteht μ d nach dt von v relativ ist gegeben durch die Gravitationskraft zwischen Erde und Mond. Es treten hier also nur mehr Relativgrößen auf und nur mehr die interne Kraft zwischen Erde und Mond. Und das ist jetzt eine Bewegungsgleichung wieder für ein Teilchenproblem, wo die Masse des Teilchens ist jetzt die reduzierte Masse, der relevante Abstand oder Ortsvektor ist der Relativabstand und es wirkt nur diese eine Kraft. Und wiederum genau dieses Problem haben wir für Sonnenplanetenbewegung gelöst und mal gezeigt, die Lösungen von diesem Problem sind Ellipsenbahnen. Die kann man dann wieder zurückführen, wenn ich von den Relativabständen auf die absoluten Ortsvektoren relativ zum äußeren Ursprung zurückrechne, dass sich ergeben jeweils Ellipsenbahnen um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, der Mond übt eine Ellipsenbahn oder überstreicht eine Ellipsenbahn um den gemeinsamen Schwerpunkt. Die Erde macht eine Ellipsenbahn um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das sind annähernd
gute Kreisbahnen eigentlich. Aber wenn man eben dieses Relativproblem löst, findet man genau die Relativbewegung Erde-Mond. Und nun sieht man also Folgendes, wenn ich zurückgehe zum ursprünglichen Problem. Wir haben die Bewegung des Schwerpunktes von Sonne und Mond, von Erde und Mond, pardon, um die Sonne. Und gleichzeitig führen Erde und Mond wiederum Kreis- oder Ellipsenbahnen aus um den gemeinsamen Schwerpunkt. Die kreisen also ständig um sich selbst. Und wenn ich mir die beiden Bewegungen zusammensetze und zum Beispiel nur die Bewegung des Mondes relativ zu diesem äußeren Bezugssystem anschauen würde, dann ergeben sich komplizierte Schlingenbahnen um diese äußere Bahn. Das ergibt sich einfach aufgrund der Relativbewegung, die sich dann aufteilen lässt. Und damit haben wir dieses spezielle Dreikörperproblem gelöst.